Sag mal, haben wir eigentlich schon jemals so einen bekannten Mann im Haus gehabt, den Ex-Basketball-Bundestrainer? Olaf, erzähl doch mal, du hast mir jetzt unheimlich viel Material hier mitgebracht heute. Wo ist das überhaupt alles her? Ja, das sind, wie wir es ja gleich sehen werden, ein paar Spielszenen. Das sind Spiele aus der letzten Saison. Wir haben die entweder selber aufgenommen oder von unserer Zentrale bekommen. Es gibt eine Zentrale, wo alle Mannschaften ihre Heimspiele hinschicken müssen. Früher haben wir die Leute zu den Spielen geschickt, um halt eben Aufnahmen zu machen. Jetzt haben wir da eine Zentrale seit einigen Jahren schon. Und das erleichtert die Arbeit ungemein. Und wir können relativ zeitnah dann auch mit dem Schneiden oder das Vorbereiten des Gegners beginnen. Also was macht ihr da mit dem Material genau? Ja, wir schauen uns dann mehrere Spiele an eines Gegners, den wir dann am Wochenende spielen und schneiden individuelle wie taktisch, gruppentaktisch, mannschaftstaktische Sachen heraus. Minimieren also im Prinzip die drei Filme auf 5 bis 10 Minuten, um dann die entsprechenden Szenen unseren Spielern zu zeigen, beziehungsweise sie dann auch per DVD an die Spieler weiterzugeben. Leider verfügen wir nicht über die finanziellen wie auch technischen Möglichkeiten, wie es bei den Fußballern der Fall ist, wo jeder vielleicht sein Touchscreen hat und sich das alles nochmal 95 Mal anschauen kann. Das wäre schön, aber wir haben schon in der Vergangenheit über mehrere Jahre, Jahrzehnte schon so gearbeitet. Also von daher kommen wir auch mit den Techniken, die wir momentan haben, gut zurecht. Ja, wir haben jetzt auch mal was zusammengeschnitten aus dem vielen Material, das du uns mitgebracht hast. Und vielleicht gucken wir uns einfach mal den ersten Block an und vielleicht sagst du ja was dazu. Ja, gerne. Ja, das, was wir jetzt sehen, ist eine Situation, die wir sehr häufig forciert haben, sprich Fast Break, hier mit Abschluss von Chris Rogic, mit anschließendem Foul und dem Freiwurf. Das ist sicherlich eine Qualität gewesen, vor denen auch der Gegner großen Respekt hatte, wo wir wirklich mit 3, 4 Leuten, wie jetzt hier in der Szene, nach vorne laufen und dann erfolgreich abschließen. Beziehungsweise nicht nur immer korbnah, sondern auch jenseits der Dreierlinie erfolgreich waren in einer sehr, sehr frühen Phase des Angriffs. Das ist auch eine Qualität gewesen, die uns ausgezeichnet hat, jenseits der Dreierlinie. Da konnten fast jeder unserer Spieler erfolgreich abschließen und wie jetzt hier auch Calvin Parker jenseits der Dreierlinie erfolgreich war. Wir zählten zu den Mannschaften oder wir waren die Mannschaft mit dem besten Quotienten jenseits der Dreierlinie. Da wieder mit Goran Kovacev aus der Ecke. Das war sicherlich eine absolute Qualität von uns, dass wir da sehr schwer auszurechnen waren. Und wenn wir da nicht den Dreier nehmen konnten, dann ging es halt eben nach innen, wie in der Szene gerade gesehen. Das war sicherlich eine absolute Qualität. Unsere Schwäche war eher die Verteidigung, obwohl wir sehr viel daran gearbeitet haben. Aber da gab es leider zu viele Defizite, die wir in der Kürze der Zeit auch nicht minimieren konnten. Zwar waren wir offensiv die Stärksten, aber defensiv halt nicht so. Aber da war es mal sehr gut und wie man jetzt gerade sieht, auch dann wieder mit den Tugenden und einem spektakulären Abschluss, wie gerade gesehen. Jetzt spielt ihr ja nächstes Jahr nicht mehr in der Pro A, sondern in der Pro B, also man kann sagen eine Liga tiefer. Mhm. Ist es euch denn trotzdem gelungen, Spieler zu erhalten für diese Liga? Ja, zum Glück. Also wir sind sehr froh, dass vor allem unsere erfahrenen Spieler dabei sind, Goran Kovacev, Chris Rogic, Yogi Malbeck und Joe Lange, der aber eher noch zu den Jüngeren zählt, aber schon seit Jahren auch in Rhönow ist, wie auch Franz Montag, der Backup-Point Guard. Und dann noch Sebastian Korb. Hinzu kommen dann Nachwuchsspieler von uns, die in der NBBL in diesem Jahr gespielt haben, Basti Winterhalter und Dominik Tholey. Und wie wichtig halt eben so Eckpfeiler, erfahrene Spieler sind, das ist, denke ich, jedem klar, dass Erfahrungen kann man halt eben, die kann man nicht missen. Die braucht man unbedingt, wie man hier auch in den Szenen, auch jetzt noch in der Pro A sieht, wo Goran jetzt hier penetriert und mit einem schönen Pass zu Chris Rogic oder hier jetzt mit Offensivfoul, einem Offensivfoul angenommen hat oder jetzt in der Szene wird es noch ein bisschen deutlicher, das ist auch eine absolute Qualität von Goran, zum richtigen Zeitpunkt an der Stelle zu sein, um da wirklich die Offensivfouls anzunehmen. Mhm. Und hier im Zusammenspiel mit Yogi Malbeck, der natürlich für uns gerade auch mit seiner Länge und seiner Erfahrung unheimlich wichtig ist, denn auch stark zum Korb geht, um dann halt auch spektakulär abschließen zu können. Ihr steigt ja, man muss schon sagen, ab nächstes Jahr von der Pro A in die Pro B und das auch noch freiwillig, was man als Trainer und als Sportler eigentlich, denke ich, nie gerne tut. Wie stehst du denn dazu? Also ich sehe es erstmal nicht als Abstieg, sondern vielmehr, wir kommen zurück zu unseren Wurzeln. Das, was Rhöndorf ausgemacht hat, war das Jugendprogramm, war
Jugendspielern die Perspektive zu geben, aufzusteigen. Auch das ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Nicht die Mannschaft steigt auf, sondern die Spieler steigen auf. Was man ja in der Vergangenheit auch schon gesehen hat mit Joe Strasser, jetzt als ein Beispiel von vielen, der ja in Bonn sehr erfolgreich gespielt hat oder spielt. Das ist sicherlich das, was uns an den Dingen wollen wir uns messen. Wie weit wir jungen Leuten das Sprungbrett geben können, sich hier zu entwickeln mit sehr viel Trainingseinheiten, mit sehr viel Individualtraining und. Um dann wirklich dann den nächsten Schritt in die Pro A oder in die Bundesliga oder vielleicht sogar noch weiterzumachen. Also das ist sicherlich das, an dem wir uns messen wollen und das, was wir auch in der nahen Zukunft wieder tun wollen. Ja, dann bleibt uns nur noch viel Glück, euch dabei zu wünschen und alles Gute. Vielen Dank. Nee, vor allem dieses Boah, das kriege ich niemals hin. Stimmt, das ist gar nicht deine Art. Das ist überhaupt nicht meine Art. Was ist eigentlich deine Art? Meine Art ist... Der hat wohl nicht Ehrfurcht, das ist sein Problem. Warum? Das sagt er, das stimmt überhaupt. Das ist ein Job, also ist nichts anderes. Also ob ich jetzt draußen Straßenfeger wäre oder Bundestrainer, würde für mich keinen Unterschied machen. Bin ich doch ein anderer Mensch? Nö. Hast du das? Natürlich. Dann mach schon mal. Perfekt. Das ist schon mal das Ende.